Oberst Markus Reisner ist ein österreichischer Historiker, Offizier des Bundesheeres, Militärexperte und Kommandant der Garde sowie Vorstandsmitglied des Clausewitz-Netzwerks für strategische Studien. Seit dem Ukraine-Konflikt wird Oberst Reisner immer wieder als Experte herangezogen. Ein aktuelles Video von Reisner sorgt jetzt allerdings massiv für Kopfschütteln. Hören Sie selbst. Ja, vor allem auch als Europa, und sich entscheiden, was man möchte. Weil zu glauben, dass das irgendwie vorbeigeht, das wird nicht passieren. Dafür ist zu viel Porzellan zerbrochen worden. Und wenn nächstes Jahr in Amerika die Wahlen anders ausgehen, als wir das uns erwünschen, dann haben wir in Europa einen riesigen Scherbenhaufen und wir haben einen Gegner, der seit 2 Jahren mit uns im Krieg ist. Und Russland ist mit Europa im Krieg. Die Einzigen, die das noch nicht verstanden haben, sind wir. Ja, Sie haben richtig gehört, liebe Zuseher. Europa und somit auch das neutrale Österreich befinden sich laut Reisner seit 2 Jahren mit Russland im Krieg. Wir haben einen Gegner, der seit 2 Jahren mit uns im Krieg ist. Und Russland ist mit Europa im Krieg. Die Einzigen, die das noch nicht verstanden haben, sind wir. Report 24 Chefredakteur Florian Machel stellt auf X, vormals Twitter, die berechtigte Frage: Steht es einem österreichischen Offizier zu deklarieren, dass Russland sich mit Europa im Krieg befindet? Ebenso die Frage, weshalb man sich offensichtlich gegenüber den US-Demokraten als loyal deklariert. Das geht. Die Fragen richten sich vor allem an den Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer. Eine Antwort blieb bis dato aus.